Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engländer zu einem neuen Part. Pokémon Schwert mit dem Zwergenfürst. Ja, weiter geht's hier. Wir sind hier im Warteraum in der Score City Arena. Im Score City Stadion und ja, heute geht's auf in den Champion Cup, in die Vorrunde, um genau zu sein. Und hier haben wir schon sogar eine kleine Grafik stehen. Können wir nicht angucken. Sehr schade. Aber gut. Na dann, starten wir mal rein. Das Vorturnier beginnt gleich. Nur 4 Trainer konnten die Arena Challenge abschließen. Ich bin immer ausgespannt, wer von euch sich wohl durchsetzen wird. Ach ja, bitte begib dich zum Kampfplatz, sobald du bereit bist. Das heißt, wer dieses Vorturnier gewinnt, der kommt jetzt in die nächste Runde oder was? Na dann, 4 Trainer, ich bin einer davon. Dann müssen wir uns gegen die anderen 3 durchsetzen. Na dann, auf geht's. Let's go. Let the show begin. Ich bin gespannt, wer da auf mich wartet. Na dann. Mary ist unser erster Kontrahent. Unser erster Gegner in diesem Vorturnier. Aha. Mir war schon immer klar, dass du es schaffen würdest, alle Ohren zu sammeln. Ich wusste, dass du das Vorturnier erreichen würdest. Es gibt viel, wofür ich hier kämpfe. Weißt du, für meinen Bruder zum Beispiel. Aber ich kämpfe auch für meine Heimatstadt, Spikefoot, um ihr auf die Sprünge zu helfen. Aber ganz ehrlich, letztendlich will ich mir den Titel unbedingt für mich selbst erkämpfen. Also nimm's mir nicht übel, wenn ich dein Team gleich hart, aber herzlich nach Hause schicke. Ach, ich sag's mal so, nimm's nicht übel, wenn ich dein Team jetzt hart und erbarmungslos in den Ruhestand schicke. Ganz genau, in den Ruhestand. Pokémon-Trainer Mary fordert dich raus. Ich schick dich in den Ruhestand mit sanften 15 oder 16 Jahren. Keine Ahnung, wie alt die ist. Na denn, auf geht's. Die alles entscheidende Vorrunde. Naja, noch nicht alles entscheidend, aber ja, gut. Na dann, Nitro-Ladung. Folterknecht wird dir nicht viel bringen. Nitro-Ladung. Und das ist effektiv. Nicht effektiv genug, aber ja, es geht. Testwurf. Standpauke. Okay, Rufus hält's durch. Ein paar Beleber, ein paar Tränkkammer mit dabei. Das dürfte kein Problem sein. Jo. Und das tut der Kyopada wirklich weh. Gut, ein Eschon. Top-Genesung, auwei. Stimmt, das können die ja jetzt auch. Das sind ja jetzt keine Arena-Leiter mehr. Aber gut. Juckt mich nicht. Ich besieg dich trotzdem. Facewolf, die Menge ist am Jubeln. Na komm, Rufus. Rufus das hin, Rufus hat den Bogen raus. Facewolf ist vor allem eine sehr gute Attacke, weil die mehr macht, mehrmals mit voller Wucht trifft. Sehr gut, im roten Bereich. Nice. Und Cleopatra wurde besiegt. Das erste Pokémon ist gefallen. Level Ups. Keiner, aber Erfahrungspunkt für das Team. Irokex wird eingesetzt. Weiterkämpfen. Irokex Level 47. Und gegen Rufus Level 44. Gut, da waren es nur noch 4er. Wie wär's denn mal mit einem Eschern? Das soll ja effektiv sein. Durchbruch. Auwei. Da war es im Rufus geschehen. 1:1. Na dann, setze ich als nächstes wohl, ich schätze mal, Prof. Ja, Prof können wir ausprobieren. Ganz viele nicht effektive Attacken gesehen, aber auch eine effektive. Also versuchen wir es mal. Na komm. Aquaknarre. Na komm. Zack. Okay, da habe ich mir mehr drunter vorgestellt. Sehe ich kritisch. Aber vielleicht kann es eine andere Attacke.
Konter, dann kommen Angeberei. Prof hält Angeberei aus. Ist aber versorgt. Na, sehr schön. Versorgung schadet ihm. So. Jetzt setze ich nochmal Akkord nach rein. Verdammt. Ich würde Konter einsetzen. Konzentrier dich, Zwengi. Das ist jetzt hier kein Spaß mehr. Da muss alles wohl überlegt sein. Das ist nicht so wohl überlegt. Los. Durchbruch. Nein. Nicht Durchbruch. Ist verwirrt. Konter. Na komm. Ja, das geht ja. Das haut ja rein. Das haut ja rein, die Schmitzkatze. Nee. Spruch war irgendwie anders. Neue Level für Nini und Takyu. Sehr gut. Morpeko. Ja, das kennen wir doch schon. Wir kämpfen mit Prof weiter. Wie lange es noch geht. Na, Konter. Versuchen wir es nochmal. Los, halte durch. Fünfensprung. Es hält nicht durch. Prof wurde erledigt. 2-2. Jo, na dann. Morpeko. Dann könnte effektiv sein, ja. Okay, Mordi, du bist dran. Dann los, Mordi. Kämpfe tapfer. So, sehr effektiv, Doppelkick. Na komm. 1 und 2. Sehr nice. Schon im roten Bereich. Fällt der Knecht. Da kannst du mich noch so sehr knechten. Wird ja nichts bringen. So, sehr effektiv. Noch einmal fällt der Knecht. Ah, ich eher fällt der Knecht. Ja, gut. Dann halt Feuer, Säulen. Attacke. Und Morpeko ist besiegt. 3-2 für mich. Hervorragend. Toxiquack. Weiterkämpfen. Warum nicht? Ja, warum nicht, ist klar, aber gut. Da waren es, glaube ich, nur noch zwei. Zwei sonst nur noch. Nitro-Ladung. Volle Möhre. Tiefschlag. Ja. Tiefschlag bringt nicht so viel. Aber Feuersäulen bringt es ordentlich. Nee, das war. Ja, das war Nitro-Ladung. Jetzt Feuersäulen. Habe ich schon einen Schritt weiter gedacht. Hervorragend. 4-2 für mich. Der Sieg ist zum Greifen nah. Mord auf Blacky. Stolzflug für Blacky. War unbedingt. Und jetzt 20 Stärken hat's. Ja, Piekser würde ich mal vergessen. Ja, das kann jetzt, das hat jetzt langsam ausgedient. Also Blacky hat Piekser vergessen und Sturzflug erlernt. Olangar. Da wird natürlich weiter gekämpft. Meine Fans stehen mir bei. Ich werde auf jeden Fall gewinnen. Das ist dein letztes Pokémon, wenn ich das richtig sehe, oder? Dein vorletztes, oder? Ja, dein letztes. Na, wie sieht's damit aus? Dynamax und deiner Brand. Attacke. Jetzt wirst du besiegt. Los, Giga Dynamax Starter. Modi. Nice. Boah. Mein Bruder pfeift zwar darauf, doch um zu gewinnen setze ich jetzt Giga Dynamax ein. Giga Dynamax gegen Giga Dynamax. Yo, der Kampf der Giganten. Und Giga Dynamax. Olangar. Okay. Jetzt geht's hart um hart. Mir wird sich hinweisen. Deiner Brand. Na los, Attacke. Oh, das haut drinne. Das haut wirklich tief drinne. Und Mary setzt ihre Attacke ein.
Molly hält's durch. Liga-Attacke. Oha, das haut genauso ordentlich rein. Oha. Deiner Wand. Na komm, ich kämpfe weiter. Bis zum bitteren Ende. Sehr wohl. Jo. Und da haben wir das letzte Pokémon von Mary besiegt. Und das war's. Mit Marys Team. Zerstört. Guck mal, Trainer Mary besiegt. Da jubelt er. Der Modi. Verloren. Aber immerhin verstehe ich jetzt besser, was euch so zu einem tollen Team macht. Du gewinnst 7840 Pokémon-Dollar und gehst siegreich im Vorturnier des Champion Cups gegen Herausforderin Mary hervor. Sehr schön. Alle Blicke hier im Stadion waren auf uns gerichtet, während wir gekämpft haben. Zu hören, wie das Publikum mit meinem Team und mir zujubelt, war einfach das Größte. Ich habe verloren, daran lässt sich nichts ändern. Wenigstens habe ich den Zuschauern eine Show geliefert, die sie so schnell nicht vergessen werden. Das ist auch schon mal was wert. Und jetzt wende ich selbst zum Zuschauer. Den Rest der Veranstaltung schaue ich mir zusammen mit meinem Bruder an. Ich bin total gespannt, wer am Ende gegen den Champ kämpfen wird. Ob ich dich anfeuern werde oder jemand anders, weiß ich selbst noch nicht. So, Zeit, das Feld zu räumen. Bis dann. Gut, Mary ist raus, wie es ausschaut. Hey, Zwergfürst! Wir sehen uns auf jeden Fall im letzten Kampf des Vorturniers. Da versagt gerade meine Stimme. Verzeihung. Bei diesem Match eben wurde mir klar, dass ich einfach gewinnen muss. Meine Pokémon stehen auch total unter Strom, seit sie deinen Sieg gesehen haben. Entschuldige die Störung. Ich weiß, dass du gerade erst von deinem Kampf zurück bist, aber das Match von Hope endete schneller als erwartet. Er hat einen überwältigenden Sieg errungen. Bitte begib dich zurück auf den Kampfplatz, sobald du bereit bist. Okay, das ging aber schnell. Na denn. Okay. Das Team? Wie sieht's mit dem aus? Wieder geheilt. Nach jedem Kampf wird's geheilt. Hervorragend. Okay, na dann. Auf in den Kampf. Noch haben wir keine Items eingesetzt. Wer wird unser nächster Gegner sein? Unser nächster Kontrahent in der Champion Cup Vorrunde. Wir werden es sehen. Oh, Trainer Hope. Na, mein alter Freund. Ich musste gerade an den Beginn unserer Reise in Fornungham zurückdenken. Delion hatte uns beiden gerade ein Pokémon geschenkt. Damals habe ich mir geschworen, dass wir uns hier gegenüberstehen würden. Diesen Schwur habe ich hiermit eingelöst und jetzt schnappe ich mir den Sieg. Zwergi gegen Hope. Na denn. Wenn das mal kein epischer Kampf wird. Pokémon-Trainer Hope fordert dich heraus. Wir werden ihn ja wohl besiegen. Pokémon-Trainer Hope setzt Zwerg ein. Rufus ist wieder im Kampf. Okay, Zwolok, dich machen wir platt. Unser Kampf im Garten war gar kein Vergleich. Sowas in der Art, sagt er jetzt. Na dann, ein Erschon. Watteschild. Ja, wie auch immer. Los, mein steiniger Fels. Rufus. Attacke. Okay, habe ich mir mal wieder mehr vorgestellt. Nitro-Landung. 10 Kopfstoß. Nitro-Landung. Auweia. Das ist ja jetzt hier, okay, antike Kraft. 10 Kopfstoß. Ja, das war jetzt auch nicht. Ich bin zurückgeschreckt. Oh je. Antike Kraft, na komm, nicht zurückschrecken. Antike Kraft. Attacke.
Ja, ist ein bisschen ein zäherer Kampf, aber es geht voran. Wir kriegen es hin. Und wir kriegen auch deinen Zwillock besiegt. Du kannst so viel, du willst seinen Kopfstoß einsetzen. Aber das würde nichts bringen. Ich werde deinen Zwillock dennoch besiegen. So, endlich schon. Es hat schon was gemacht. Das kriegen wir auch nochmal hin. Wie findest du das? Ich habe einiges aus Delions Kampf gelernt. Nicht sehr großartig. Das ist ja bisher nicht sehr beeindruckend. So, zwar noch besiegt. Erstes Pokémon bekämpft. Relaxo. Ach, das haben wir auch lange nicht mehr gesehen. In Relaxo sitzt ein. Naja, das wird doch wohl besiegbar sein. Jo, wie wär's denn mit Antikkraft? Ja, versuchen wir es damit nochmal. Antikkraft. Krabums. Okay. Oha, ich versuch's fast schon am Ende. Hängt er schon. Na komm, Rufus. Okay, da hätte ich mir dafür viel mehr vorgestellt. Nitrodadung vielleicht. Wir probieren alles aus. Ja, Feuerattacken scheinen es hier nicht so sehr zu bringen. Das war ein Volltreffer. Also ja, gut. Pferdestärke. Tja, da war es im Rufus geschehen. 1-1. Na dann, Blackie, die können wir mal einsetzen. Schauen wir mal, was Blackie so ausrichten kann. Im Kampf gegen den Relaxo. Erzwinger von Blackie wirkt. So, neue Attacke, Sturzflug. Versuchen wir es mal. Gleich mal einsetzen. Und in die Lüfte und runter. Ja, nice. Wenn das nicht schlecht war. Wenn das mal nicht so gut, wenn das mal nicht gut war. Ja, Sprache. So, Bohrschnabel. Versuchen wir es damit. Top-Genesung. Das hatte ich mir schon fast gedacht. Ist das jetzt passiert? Na komm, Blecki, kämpf weiter. Bohrschnabel. Sehr gut. Scheint effektiv zu sein. Sturzflug nochmal. Attacke. Schon im roten Bereich. Alles im roten Bereich. Hammerarm. Oh nein. Blecki im roten Bereich. Und dann kommt noch einmal Sturzflug. Dann hat sich das. Sturzflug. Attacke. Und Krabums. Nein, Krabums ist jetzt hier nicht im Kampf, aber gut. Mitziegel. Weiterkämpfen. Ja, wir können jetzt nicht mehr lange durchhalten. Dann nehmen wir uns die Items für den späteren Kampf aus. Auch für die richtige Runde. Nicht so effektiv. Ja gut. Trotzdem, Stahlflügel. Ja, gut. Nicht sehr effektiv. Geht doch. Kann man machen. Mackie ist besiegt. 2-2. Wie es ausschaut. Na dann. Effektiv. Na dann versuchen wir es mal mit Prof. Erneut. Prof im Kampf. So. Wie wär's mit Felsgrab? Attacke. Ja, ordentlich. Kann man machen. Fluch. Da verflucht er nicht ganz einfach. Das gibt's noch nicht. So. Fesselbiss. Sehr gut. Fluch. Der soll mich in der Flucht hindern. Das ist ja, ich habe mich vor, Prof zurückzuziehen. Das war nicht meine Intention. Meine Intention war es, dich zu besiegen. Felsgrab. Mach's alle.
Jau, Britzige besiegt. Und da waren es nur noch 2. 3-2 für mich. Neue Level für Minlein. Blättersturm, unbedingt. Ich bestehe darauf. Gegen Schallwelle. Ja, warum nicht? 1-2 und schwupp. Mir hat Schallwelle vergessen. Blättersturm erlernt. Kramo wird eingesetzt. Na dann. Boden gegen Luft. Naja, Wasser gegen Luft. Einfach geht's. Gestein auch. Gesteinwasser. Na dann, Felsgrab. Kann er nicht mehr wegfliegen, wenn wir ihn mit Felsgrab beerdigen. Naja, das war nicht so überzeugend. Noch einmal. Zack. Jo. Grimasse. Kannst du noch so viele Grimassen schneiden? Ich werde dich trotzdem besiegen. Felsgrab. Einfach normal. Einfach so auf Felsgrab beieinander, bis es klappt. Hintereinander, bis es klappt. Gut. Ich würde mal fast selbst probieren. Jo, auch nicht schlecht. Na komm. Halt sie durch, Prof. Noch ein wenig. Das ist Kramer besiegt. Aquaknarrer. Stahlflügel. Oh wei. Okay, Prof. Mach den Rest. Sehr gut, Kramer besiegt. Da war es noch eins. Sehr gut, das sieht super aus für mein Team. Gortrom. Weiter kämpfen. Pflanze gegen Wasser, okay, das ist jetzt nicht sehr gut, aber erstmal den Eindruck erwecken. Erstmal mit Prof anfangen und dann Modi ist noch am Leben. Den hauen wir dann hinterher. Das ist erstmal hier. Lass all deine Wünsche raus, die ich in diesem Wunschstern stecken lasse. Dynamixierung. Okay. Nun wird es wohl wieder Zeit für Dynamix Modi. Aber erstmal, na komm, lass mich ansetzen. Dynamax Gortrom. Ich glaube, der hat den Ersteinsatz. Jetzt geben wir alles. Deiner Flora. Ja gut, das wird sein Ende sein. Deiner Flora. Gute Nacht, Prof. Jo. Da habe ich aber zum Glück noch was parat. Warte ab. Jetzt kommt Modi. So, Modi, sehr effektiv. Ja, natürlich. Für den Pflanzer. Jetzt wirklich der Kampf der Giganten. Kampf Dynamax. Und Dynabrand. Na komm. Lass es wirken. Giga Dynamax. Modi. Vorstarter. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Habe ich aus dem Kopf verloren. Alles klar, jetzt wird gekämpft. Deiner Brand. Feuerball. Und da war es schon fast in ihm geschehen. Ein paar KP hat er noch. Und das hat reingehauen. Wie nichts Gutes. Jung, Sonnenlicht wird stärker. Deiner Endstoß. Das wird dir nichts hier bringen. Oh, doch, es bringt einiges. Kamerad, weil der jetzt deiner Brand einsetzt. Oh, KP von Modi wurde regeneriert. Aha. Das würde nichts helfen. Deiner Brand. Na dann, Attacke. Und spricht dein letztes Gebet. Gortrom besiegt. Ein glorreiches Ende dieses zweiten Kampfes. Sehr gut. Neue Level für das Team. Und da war er besiegt, der Rivale. Oh. Vielen Dank, Zwergenfürst. Es war schön.
dich an meiner Seite zu haben. Du gewinnst 11.760 Pokémon-Dollar und gehst mal wieder in der Vorrunde des Champion Cups gegen Rivalen Lob hervor. Siegreich. Damit ist das Vorturnier beendet. Alle Trainer, die die Arena Challenge bestanden hatten, haben gegeneinander um den Sieg gekämpft. Aber nur der Allerbeste konnte unter ihnen darf in das Finalturnier einziehen. Und dieser Trainer ist Zwergenfürst. Ach, so haben wir es schon geschafft. Zwei Kämpfe nur. Ich weiß, Sanya meinte, wir hatten das Potenzial, so zu werden wie die Helden. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich nie als Held gesehen. Du hingegen, ist dir eigentlich klar, dass du die Chance hast, etwas ganz Großes zu leisten? Zwergenfürst, mein Glückwunsch an dich, Liberlo und dein ganzes Team. Ach, Liberlo also. Gut, Vorrunde bestanden. So sieht's aus. Auf geht's ins Finale. Der Champ wartet irgendwann später. Zwergenfürst, was für ein bewegender Kampf. Mit mir sind gerade die Tränen gekommen. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, wie mir geschieht. Seht euch mal an. Ihr seid aus demselben Dorf aufgebrochen, habt fantastisch Teams zusammengestellt und mit allem gekämpft, was in euch steckt. Euer Siegeswille war in jeder Attacke zu spüren. Dieser Kampf hat einfach alles verkörpert, was für mich einen wahren Pokémon-Kampf ausmacht. Dieser Trainer, der damals gezögert hat, euch eine Empfehlung für die Arena Challenge zu schreiben, muss sich jetzt echt dämlich fühlen. Allerdings, vor allem, wenn man bedenkt, dass du dieser Trainer warst, Bruderherz. Du sagst das so. Okay, jetzt habe ich den ich konnte halt nicht so richtig erkennen, von wem das ist. Wer weiß, wer mein Digital Champ Match sein wird. Aber mein Pokémon und ich werden ihm oder ihr mit allem, was wir haben, die Stirn bieten. Ich sage es ganz offen heraus. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du mit mein Gegner sein wirst, Zwergenfürst. Genau, Zwergenfürst, jetzt geht's erst richtig los. Aber ich bin total alle. Ich gehe mir erstmal etwas im Hotel holen. Ich gehe mich erstmal entspannen. Davor solltest du aber noch Energie tanken hoch. Kommt, lasst uns alle etwas essen gehen. Können wir gerne machen. Aber wie du wirst wieder irgendeinen x-beliebigen Schuppen. Ich will etwas ordentliches essen. Gibt sich zum Kampfplatz des Score-Stadions. Okay. Da werden wir also jetzt eingeladen ins Hotel. Zwergenfürst, Challenger Zwergenfürst, einen Augenblick bitte. Kann ich ein Autogramm haben? Ich muss dir unbedingt ein paar Fragen stellen. In Ordnung, großartig. Wie jeder weiß, hat Delion, der Champ der Galar-Region, dir und Hope eine Empfehlung für die Arena-Challenge geschrieben. Wie fühlst du dich jetzt nach diesem Sieg über Hope, den man gut und gerne als deinen Rivalen bezeichnen kann? Jetzt eine gute Antwort für die Medien rausdrücken. Ich kann es fast gar nicht glauben. Verstehe. Und hast du etwas, was du Hope gerne sagen würdest? Wie man, er steht direkt neben mir. Also, er war ein starker Gegner. Ah, verstehe. Du siehst ihn also auch als deinen Rivalen. Ganz unter uns. Denkst du, du hast eine Chance, den Titel zu gewinnen? Das fragen sie noch. Natürlich. Also, das ist... Jetzt reicht's langsam. Ich muss jetzt ehrlich sagen, also Zwergenfürst fühlt sich jetzt hier emotional unter Druck gesetzt. Also wir hatten halt was anderes abgesprochen. Also der fühlt sich jetzt ziemlich unter Druck gesetzt. Also diese Fragen, das können wir jetzt gar nicht, wir haben was anderes abgesprochen. Wir müssen das Interview jetzt leider abbrechen. Ich würde sagen, das sollten wir einfach nochmal wiederholen, das geht so nicht. Das
jetzt noch nicht sehr mit Zwergen Fragen konfrontiert, die ihn stark emotionalisiert haben. Diese Emotionen möchte, glaube ich, sollte man so nicht im Fernsehen bringen. Man sollte es nochmal von vorne machen. Was? Sie können das aber nicht ausstrahlen, oder? Sie werden das jetzt nicht ausstrahlen. Es kann auch sein, dass Zwei irgendwann mal eine berühmte Persönlichkeit ist und noch eine wichtige Sache, also noch wirklich eine noch wichtige Persönlichkeit ist und was im Land zu sagen hat. Dann wird es hier wirklich Schwierigkeiten geben. Dann drohen ihnen Konsequenzen. Also jetzt reicht's hier langsam. Was sollen diese ganzen unverschämten Fragen? Zwergenfürst ist hier wirklich stark emotionalisiert. Ich kann es nur wiederholen. Also es ist. Außerdem sind wir mit meinem Bruder Delion verabredet. Also lassen Sie uns bitte in Ruhe. Aber natürlich, das ist gar kein Problem. Wir werden es trotzdem senden. Natürlich werden wir das senden. Also das ist auch jetzt keiner. Das steht gar nicht zur Debatte. Wir hoffen schwer, dass die Pokémon Liga bald einen neuen Star bekommt. Viel Erfolg noch. Puh, als Promi hat man es echt nicht leicht, was? Diese Presse, das ist wie immer, der verdammte Lügenpresse. Wo bleibt mein Bruder endlich? Ich habe einen Mordshunger. Da habe ich jemanden satirisch karikiert. Eine gewisse Person. Einige Stunden später. Wo steckt Delion bloß? So spät ist er sonst nie. Er hat mich noch nie hängen lassen und hält immer an jedes Versprechen. Der hat sich bestimmt in dieser riesig großen Stadt verirrt. Mir sind das im letzten Part mal abgelaufen, also, oder im vorletzten Part, ich weiß jetzt gar nicht. Ich nehme das ja schon seit einer langen Zeit auf, ich weiß jetzt gar nicht. Sind wir schon im nächsten Part oder im übernächsten Part? Ja, jedenfalls, als wir hier die City erkundet haben, haben wir ja gesehen, also es ist ja, die Innern verläuft sich ja auch in der Anfangsstadt. Das ist, ja. Champ ist er auch nun geworden, weil er es mir ganz fest versprochen hatte. Pünktlich zu einer Verabredung zu kommen, sollte dagegen doch ein Kinderspiel sein. Musst du ja so einen Lärm machen, Alter. Die ganze Energie hättest du mal in den Kampf stecken sollen. Das wäre nützlicher gewesen. Erzähl mir mal was Neues. Ich mache mir wirklich Sorgen um Delion. Klar, der verläuft sich immer so leicht. Außerdem muss ich mir von jemandem wie dir keine Moralpredigt anhören. Wie soll ich dich mit dem Outfit jemals ernst nehmen? Wow. Wenn du immer aufs Äußere achtest, wundert es mich nicht, dass du verloren hast. Jetzt komm mal runter. Und was den Champ angeht, der ist zum Rose-Tor gegangen. Zum Rose-Tor? Keine Ahnung warum. Ich habe ihn nur zufällig an den Monorail-Haltestelle getroffen. Ich soll euch ausrichten, dass er sich etwas verspätet, weil er irgendwas im Rose-Tor erledigen muss. Im Rose-Tor? Ausgerechnet jetzt? Was will er da bloß? Sag mal, Ness, könntest du uns vielleicht den Weg zum Rose-Tor zeigen? Zwergenfürst und ich haben leider keinen blassen Schimmer, wie man dorthin kommt. Du bist genau wie dein Bruder. Aber ich will mal nicht so sein. Schließlich will ich ja nicht, dass sich wegen euch noch die Start der Finalturniers verzögert. Außerdem seid ihr mir nicht total unsympathisch. Immerhin habt ihr es geschafft, mich zu besiegen. Am besten trommel ich zur Verstärkung auch gleich Martinier zusammen. Statten wir dem Rose Tower gemeinsam einen kleinen Besuch ab. Du bist der größte Ness. Vielen Dank. Jetzt wird rangeklotzt. Und zwar so richtig. Okay, ich würde mal trotzdem hier erstmal kurz zwischenspeichern. Ich weiß gar nicht, wie lange ich hier schon aufnehme. Ja, ich mache eine kleine Aufnahmepause. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.